Die Universitätsmedizin ist mir wichtig, weil sie in erster Linie allen Mainzerinnen und Mainzern eine optimale medizinische Versorgung garantiert. Weil sie meine Lebensretter sind. Weil sich unsere Patientinnen und Patienten auf unsere großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können. Weil ich gerne mit kranken Menschen arbeite. Weil ich super tolle Kollegen habe. Die Universitätsmedizin ist mir wichtig, weil sie mir ermöglicht, Patienten zu helfen, Studierende zu unterrichten und auf höchstem Niveau Forschung zu betreiben. Als Vorsitzender der Wissenschaftsallianz bin ich natürlich froh, dass wir mit der Unimedizin einen großen, leistungsfähigen, leistungsstarken Partner in Mainz für die Wissenschaftsallianz haben. Und wir uns gerne dieser fachlichen Expertise in allen Fragen fachlicher Natur und Weiterbildungsangelegenheiten bedienen. Die Universitätsmedizin ist für mich wichtig, weil hier jedes Jahr Tausende von Patientinnen und Patienten exzellente medizinische Hilfe erhalten. Weil sie eine tragende Säule in der Gesundheitsversorgung im Land ist. Weil sie die einzige Institution in Rheinland-Pfalz darstellt, die eine Supramaximalversorgung vorhält. Sie steht für das Bestreben in der Krankenversorgung, nicht nur die Medizin der Gegenwart, sondern auch die Medizin der Zukunft zu mobilisieren. Deshalb gratuliere ich dir ganz herzlich zu deinem 10-jährigen Bestehen. Die Universitätsmedizin Mainz ist die größte Landesbeteiligung und sie ist für die Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz und in der Region unverzichtbar. Bei uns am Theater fließt oft nur das Theaterblut und auf der Unimedizin, da kommt es wirklich darauf an, dass alles Hand in Hand geht. Und wir haben uns immer darauf verlassen können, wenn es einem von uns am Theater mal nicht wirklich gut geht, dass wir hervorragend und ganz schnell geholfen bekommen. Die Ärzte sind fachlich, sachlich kompetent, betreuen unsere Profis, aber auch unsere Nachwuchsspieler und bringen sie nach Verletzungen immer wieder schnell auf den Platz. All das gelingt nur, weil es engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Denen sage ich herzlichen Dank. Ich bin krank reingekommen und gesund wieder rausgekommen. Dafür von heute nochmal ein allerherzliches Dankeschön.